Jo, da wären wir wieder. Ich müsste das jetzt richtig eingestellt haben. Also müssten wir jetzt irgendwas aus Holzplatten wiederherstellen können. Und zwar was? Genau, einfach Wo war das Problem? Achso, ich konnte die normalen Chips gar nicht mehr herstellen aus Holzplatten. Ja, baut die Wooden Boards. Das ist okay. Also scheint jetzt zu gehen. Das ist sehr gut. Also, baue ganz viele von den weißen Chips. Dann bräuchte ich hier irgendwo noch mal so eine Alien-Lampe. Und ja, ich überlege mir gerade ein Muster, wie ich die Alien-Lampen aufstelle. Entschuldigung. Wir bräuchten auch hier mehr Drills. Können wir inzwischen bessere Drills bauen? Ja, baue einfach so welche. Brech die mal ab. Die ganzen Sachen hier. Was? Bau Drills. Ich hätte ganz gerne, dass alle Kohlefelder durchgehend abgebaut werden, auch wenn hier nicht mehr ganz so viel rauskommt. Also da noch einen hin und da noch einen hin. Und das kommt dann auch irgendwie hier auf dem Fließband, dann ist gut. Und da würde ich eigentlich ganz gerne, dass das Fließband nach unten läuft. Also erstmal brauchen wir davon keine zwei mehr. So, erstmal, oh, wir können das ganze Ding nach unten verlagern, ne? Das ist eine gute Idee. Das heißt, wir holen einfach nur die Kohle von hier. Habe ich auch noch Platz? Ja, habe ich. Wir holen die Kohle von hier und bringen sie jetzt komplett nach da ganz unten. Zum Plastik. Das ist ein bisschen Overkill, oder? Weil so viel Plastik brauchen wir gar nicht. Jedenfalls jetzt nicht. Also später brauchen wir alles in Hunderttausender Stacks, was auch immer. Aber ich glaube, momentan lag ich das erstmal einfach alles ein. Mach mal den da weg. Und teile das mal besser auf. Genau. Dann haben wir zwei, die von oben kommen und erstmal zwei, die von hier kommen. Ja, das wird alles weggesammelt. Ruhig auch mit schnellen Ärmchen. Und ich hole mir einfach zwischendurch diesen ganzen Schwung Kohle und tu das denn dahin. Jetzt habe ich nur die Brikett-Geschichte abgebaut. Ja. Das ist soweit richtig. Aber auch nicht schlimm. Ich baue einfach zwischendurch weiter meine Capacitors, damit wir irgendwann in der schönen Situation sind, dass wir die Steam Engines gar nicht mehr brauchen. Was ich eigentlich jetzt schon wieder testen könnte, aber wenn ich es jetzt schon wieder teste, dann geht bestimmt wieder irgendwas schief. Also warte ich noch ein bisschen. So, Zäpfchen haben wir genug. Weiße komische Chips da. Also diese Circuit Boards. Warum habe ich nur zwei von den Chips? Habe ich die gerade verbraucht für irgendwas? Oh wehe. Ich hoffe, es war was Wichtiges. Geh mal, was habe ich denn gebaut? Ich habe die da gebaut. Die brauchen keine weißen Chips. Nö. Und ich habe die gebaut. Die brauchen auch keine weißen Chips. Ach so, ich hatte es abgebrochen. Ah, die waren wahrscheinlich noch gar nicht fertig gewesen. Ja, das ist okay, das ist okay. Kann ich denn hier? Ja, ich kann die ersten Roboter bauen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich kann nur keinen Roboport bauen. Dafür fehlt Plastik nur? Okay. Geh zum Plastik. Was fehlt dir hier? Carbon. Carbon holen wir. Habe ich gewonnen? Irgendwas ist fertig. Tu Carbon da rein. Sei vorbereitet. Für später mal. So, du brauchst Kohle. Gib mir das. Jetzt fehlt Carbon. Ja, ist okay. Mach du das. Was war jetzt eigentlich gerade fertig geworden? Das. Achso, die Zentrifuge. Die hatte ich aus Frust angefangen, weil ich nicht wusste, wie ich das im Holz machen soll mit den Chips und so weiter. Ja. Bessere Mining Drills. Klingen sehr gut. Wobei, die Kisten brauchen wir, dafür brauchen wir 150 Tränke, 150 Tränke kann er nicht machen. Lasertürme haben eine Reichweite von 25. Ist das normal? Dann haben die eine höhere Reichweite als die. Ich dachte, das, also bei Ditec war das andersrum. Da hatten die Gun-Turrets später eine höhere Reichweite. Aber ja, erforschen mal die Lasertürme. Damit ich mich sicher fühle. Zing. Und wir theoretisch drumherum eine Wand aus Lasertürmen machen können.
wenn die Feinde jetzt zu schnell mutieren. Gib mir mal die tollen Lichter und bau da draus. Tolle Lichter. Gut, also wir haben an den Ecken jeweils diese Alien-Dinger da. Das heißt, ich baue hier nochmal eins hin, wo die Lampe da ist. Blub. Oh. Jetzt. Das war nicht die Lampe. Das war was anderes, Gerogon. So, jetzt mach die Lampe mal da drunter. Die ist jetzt nicht an, weil wir gerade in der Dämmerungsphase sind. In der Dämmerungsphase klappt das alles nicht so, wie es klappen soll. So, und auf welche Höhe habe ich die andere gemacht? Auf der Höhe, also hier. So, jetzt sollte das Gröbste der Basis abgedeckt sein. Schön, schön. Irgendjemand meinte in den Kommentaren, dass die Resin-Geschichte hier auf keinen Fall so funktionieren kann. Tut sie aber. Ja, okay. Da hat sich jemand vertan, das ist in Ordnung. Dann bau bitte noch einen davon. Was fehlt? Grünes Zeug. Ja, ist okay. Hol grünes Zeug. Hier brauchen wir auch definitiv viel mehr Drills. Wenn ich wirklich in absehbarer Zeit davon wegkommen will. Oh ja, das schaut gut aus. Bau, 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 bau. Machen wir doch einfach die Drills hier. Drehen das so rum. Und so. Hier, grüne Tränke stauen sich immer noch. Holz ist auch da, Eisen ist da, Kupfer ist da. Ein paar Chips für mich, damit diese ganzen Sachen hier schneller gehen. Ja, mach die ruhig mal selber, ist okay. Rote Tränke kommen nicht so wirklich hinterher. Das sind alles noch die, die ich selber gemacht habe. Ja, mangelt es irgendwo dran? Nö, ne? Du hast hier eine Kiste voll Stein. Ich habe hier Zahnräder für den Eigenbedarf. Es ist eigentlich alles gut. Und es ist schon komisch, dass wir hier Stein replizieren, wenn direkt daneben Stein ist, oder? Ein wenig. Aber solange es geht, ist ja okay. Hier sollte... Schmeiß mal das Blei da rein. Oh, Gewitter-Sounds. Ich mag Gewitter. Und das Zink auch. Und dann guck mal, wie das am Ende aufgeht. Genau, weil die warten hier alle noch auf einen zweiten Kollegen, damit man einen Steinblock draus machen kann. So, Blei kommt. Haben wir jetzt genug für dich? Nein, ich wollte Carbon abholen. Okay. Das heißt, wir bauen gleich den ersten Roboport. Ich habe noch keine Ahnung, wohin. Dann bauen wir den ersten Roboter. Und dann lassen wir den ersten Roboter nicht fliegen, weil wir keine Kisten haben. Ja, das ist echt ärgerlich. Genau, blaue Tränke. Ich kann jetzt blaue Tränke herstellen, weil ich die Chips habe. Sehr gut. Ich brauche dafür nur grüne Ärmchen. Ja, die habe ich, glaube ich, noch nicht automatisiert. Sollte aber nicht so schlimm sein. Kommen wir nirgendwo durch. Du, gib mir das da. Du brauchst auch Kohle. Ist nicht so gut. Ja, das müssen wir umbauen. Also die Airfilteranlage braucht jetzt definitiv einen eigenen Platz. Die muss da weg. Dann muss die Wasserpumpe, die eigentlich keine Wasserpumpe ist, sondern Wasserbohrer, sollte auch woanders hin, damit man hier durchlaufen kann. Ja, ich würde das ganz gerne mit Landfill hier gerade zumachen und das da unten zumachen. Dann hätten wir auch genug Platz für sowas. So, du, gib mir mal ein bisschen was davon. Brauche ich für den Eigenbedarf. Gut. Du bist am Arbeiten. Wir haben auch wieder Schweröl für das Holz, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Ja, sehr gut. Ja. Und weißt du was, es dauert mir jetzt doch ein bisschen zu lange. Mach den Auftrag bitte nochmal und jetzt mit den ganzen Holzbrettern, die wir schon haben. So, Laser Turrets sind fertig. Shooting Speed und Shooting Damage könnte ich erhöhen, aber die Lasertürme selber sind schon Overkill für unseren momentanen Evolutionsstand von den Feinden. Also lasse ich die so, wie sie sind. Und erforsche lieber bessere Pumpen. Ah, die kosten schon die weißen Chips. Das will ich nicht unbedingt. Barreling.
Liquid Fuel und Ferric Chloride. Ich glaube nicht. Titan. Noch bessere davon. Die kosten aber auch weiße Chips. Bessere Replikatoren wären toll. Aber das müssten wir in einer Forschungsanlage machen. Spricht da was gegen? Also ja, dass wir 100 von diesen Magneten da bauen müssen wahrscheinlich. Aber... Das ist eine Frage der Zeit. Hatten wir die irgendwo aufgebaut? Ja, da. Da sind diese zwei komischen Forschungsanlagen. Geh mal zu den komischen Forschungsanlagen. Hol dir vor noch ein bisschen was davon. Davon. Und dann machen wir ganz viele Magneten. Und... ja. Und wenn ich jetzt sage T, erforsch bitte... Nicht die, erforscht die besseren Dingens da. Photonic Replicator. Crafting Speed 1, also doppelt so schnell. Ja, Research. Dann brüstet der jetzt los. Okay. Du da, da. Problem ist jetzt, ich muss die ganzen Magneten, was sind 2 mal 100, ne? Ja, sind 200 Magneten, die ich herstellen muss. Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, ich muss das einigermaßen gleichmäßig verteilen. Und wir haben halt nur 2 Labore. Andrew Hobbs und Sam Courtney. Was wahrscheinlich Bäcker gewesen sein werden. Von dem Spiel. Oder Spender oder wie auch immer. Das heißt, ich hol... Was kosten die Labore? Nicht viel. Bauen wir noch 2 davon und pappt die auch dahin. Und hol schon mal wieder mehr grünes Zeug. Viel mehr grünes Zeug. Ich habe nicht noch mehr Drills, oder? Ne, habe ich nicht. Schade. Na gut. Hoch. Brech die mal kurz ab. So. Was? Okay, Labor, Labor. Das da. Das da. Das da, das da. Okay, so, jetzt die da wieder und schon habe ich kein grünes Erz mehr. Und das bringt mir jetzt nichts, wenn ich nochmal runterlaufe und nochmal grünes Erz hole, weil es wird einfach nicht schnell genug abgebaut. Das heißt, ich nehme 2 Drills. Das ist echt schade, dass es nur so 20-30% Yield hier überall hat. Wie viel Yield hat er übrigens auf den Feldern, die hier die ganze Zeit abgebaut werden? 14% nur noch. Krass. Okay. Hier sind 36er Felder. Da und da drüben dann. Da kommt es mit denen nicht in die Quere. Du auch in der Kiste. Eigentlich sollten die einen Ticken näher zusammen. Ja, das überlege ich mir später, wie ich das dann damit mache. Brauchen wir noch 2 davon? Ich hätte was anderes forschen sollen. Da kommen wir niemals nicht hinterher mit denen. Magneten. 5, 21. Du brauchst welche? Du brauchst welche. Und hier hast du schon mal einen super Kondensator für später. Da nimmt mir gerade noch Platz weg. Okay. Dann sollte ich mich jetzt darum kümmern, dass wir fleißig weiter die ordentlichen Chips herstellen können, die weißen. Dass da nichts ins Stocken kommt. Du brauchst weiße Platten. Weiße Platten. Brauchen Holz und Resin. Es fehlt mir an Resin. Das heißt, ich stelle die Fabrik hier wieder um. Jetzt habe ich jetzt 200 synthetisches Holz bekommen, das ist okay. Ich stelle dich wieder um auf Resin. Ja. Wir haben genug Resin. Okay. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Bau bitte. Ist genau das gleiche Rezept. Ja, mach erstmal das Holz weg. Und dann das Holz weg. So, weiße Bretter kommen. Hier. Tin wird eng. Einmal Tin nachfüllen, einmal Kupfer nachfüllen. Flüssigkeit sollte nie eng werden. Glaube ich zumindest.
Ja, irgendwann haben wir zu viel von dem Sodiumhydroxid. Das muss ich mal rausfinden, wofür wir das benutzen können.